Vertrocknet, braun, abgestorben. Das alles sind Folgen von Hitze, Dürre und Trockenheit. Wie unser Garten auch im Hochsommer frisch und saftig bleibt, verrät YouTube-Gärtner Severin Auer. Fast 25.000 folgen ihm. Der Müllviertler hat über 30 Jahre Erfahrung im Geschäft. Hola Vicky, ¿cómo estás? Wie schaut es denn bei dir aus? Hey, wie in Spanien fast. Ja, bei dir ist ja alles ganz trocken. 37 Grad die ganze Zeit trocken, ja. So schaut es aus. Das haben, glaube ich, zurzeit viele das Problem, dass einer der Rosen im Garten vertrocknet. Ja, aber hast du nicht gegossen, oder? Ich habe schon gegossen, wenn du da drüber wenig schaust. Also habe ich nicht gegossen, aber das hängt immer davon, welchen Humusaufbau das man eigentlich im Garten hat. Und da natürlich, das ist viel hitzeresistenter als da. Das war ja früher ein Steinbruch. Und darunter ist nur Granit und durch das verbrennt dann sofort die Wiese. Kann man so einen Rosen eigentlich erziehen? Die meisten machen den Fehler, dass dann sofort die Prämie aufstehen und der gierst. Und der Rosen verwurzelt dann nicht gescheit. Es ist viel besser, man baut zum Beispiel Ende Mai, Juni in Rosen an und lässt dann einfach. Man wolzt ihn an, gierst ihn einmal auf und dann lässt man den. Und dann muss er sich selber mit der Natur so regeln. Dann macht er viel mehr Wurzeln und bildet das kämpft viel mehr am Anfang. Aber der fiel heute noch mehr aus. Wie wir Menschen bekommen auch Pflanzen einen Sonnenbrand. Knallt die Sonne vom Himmel, sollten wir sie in den Schatten stellen. Na, die mag aber auch schon Wasser haben. Hm? Nein, ich bin mir nicht sicher. Weißt du, die war ja im Glashaus. Oh, heb einmal. Ich glaube, dass die Wasser braucht. Oh, nein. Das ist genau, aber diese ganz. Das ist genau, was wir zuerst geredet haben. Die ist ja vorher im Glashaus gestanden und da ist eine Schattierung quasi. Mhm. Und hat den sind generell eigentlich ein Halbschatten. Also die sollte man nie so in die pralle Sonne setzen. Die haben immer ein so halbschattiges Platzerl. Ist es der Hortensie zu heiß, wird sie welk. Kühlt die Pflanze ab, ist sie wieder frisch. Die ist knapp von Sonnenbrand. Ich glaube, wir stehen es gleich in den Schatten. Man sieht es, was ist denn da passiert? Ja, so schaut es bei mir daheim aus. Aber ich war gerade 2 Wochen vorher. Ja. Du warst in Urlaub 2 Wochen und ich war auch fort und es ist nicht nass, das ist trocken. Das habe ich auch irgendwie gesehen gehabt und es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, dass das geht. Zum Beispiel, wenn du schaust, ist der Nebenkistel, den geht es wunderbar prächtig. Ja, aber hast du da irgendeine Methode, wo man einfach gelassen und entspannt auf Urlaub fahren kann und die Blumen verwelken nicht, ohne jetzt eine eingebaute Bewässerungsanlage? Das ist keine eingebaute Bewässerungsanlage, also eine Bewässerungskistel. Heißt das? Das hat unter einen doppelten Boden. Und da ist unter Wasserspeicher quasi so von 3-4 Liter. Dann ist ein Plastikboden drinnen und dann kann man es von unten gießen, da steht dann das Wasser. Damit sind Blumen 2 Wochen lang versorgt. Unsere Topfpflanzen bekommen quasi eine Leitung vom Wasserglas direkt in den Topf. Wenn du es da mal angreifst. Das ist schon ganz nass. Da ist schon ganz nass, genau. Und das funktioniert dann quasi wie eine Docht. Und man kann dann einfach auch Floschen herstellen. Und man nimmt seinen Zimmerpflanzerl. Kann man ganz leicht einmal austopfen. Gibt dann die Schnüre da so rein. Gibt es wieder rein. Schwuppdiwupp, da kann man die ganzen Pflanzen rundherum stellen oder macht da ein paar so Dinge. Und somit sind sie wunderbar mit Wasser versorgt. Das geht quasi so runter und die Pflanzen, wenn trocken ist, das ist die kapillare Wirkung. Trinkt einfach aus der Flasche. Die meisten gießen natürlich mit Trinkwasser. Gibt es irgendwelche Alternativen, wo wir Wasser sparen können, aber unsere Pflanzen trotzdem überleben? Ja, per se, Pflanzen brauchen ja kein Trinkwasser. Man könnte jetzt das Braunwasser recyceln, mal angenommen. Also alles, was jetzt von Spülen und so kommt. Und das wieder aufbereiten für Gießwasser geht es ganz leicht. Oder man gibt bei der Regenrinne gibt es so Ausläufe, wo man dann einfach eine Regentonne drunter stellen kann und dann rinnt das Wasser da rein. Das Wasser ist eigentlich viel verträglicher für die Pflanzen und viel besser. Oder man hat einen Brunnen, wo man Wasser pumpen kann. Das muss per se kein Trinkwasser sein. Severin, jetzt gibt es so Menschen wie ich zum Beispiel bin. Ich vergiss immer aufs Gießen. Das kann man mir gar nicht vorstellen. Du bist schon halb so ein Lärmisch bei mir und dann vergisst du aufs Gießen. Aber ja, nein, es gibt Menschen, ich weiß. Aber es gibt dazu auch passende Pflanzen. Der Klassiker dazu ist natürlich der Schwiegermuttersessel. Der Kaktus. Das ist gemein. Denn
der wächst einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein bisschen Wasser. Also Kakteen mit ganz, ganz wenig Wasser natürlich. Die holen ein halbes Jahr ohne Wasser aus. Etwa Sukkulenten und Hauswurzen, die brauchen fast kein Wasser. Das ist quasi so wie die Aloe Vera, wenn du sagst. Das gehört also nicht zu so einer Familie, aber wenn man zum Beispiel einen Sonnenbrand hat oder einen Wespenstich oder so, funktioniert das genauso wie der Aloe Vera. Apropos Wespen, die meiden den Geruch von Lavendel. Auch Eukalyptus mögen sie nicht. Da eine ganz moore Pflanzen, was wirklich in der prallen Sonne stehen kann, ist die Mandavil oder die Platania. Die hat in den ganzen Sommer diese herrlichen Rosa, oder es gibt es auch in Rot und in Weiß. Blüht wunderbar schön und braucht auch ganz wenig Wasser. Also es reicht zweimal in der Woche, wenn man es gießt, ein bisschen größeren Topf gehört es da noch rein. Und dann hat man damit auf der Terrasse wirklich eine Freude und das tut einem auch nichts, wenn es immer 37 Grad wie heute hat. Das ist eine Knollbegonien oder die Patiens. Das sind so Pflanzen, die eigentlich ein wenig kühler wollen und Halbschatten. Darum hast du es in den Song gestellt. Nein, jetzt nur für dich, dass ich dir zeigen kann. Nachher darfst du es mit den Schatten. Ich schaue mir schon mal meine Blumen. Ja, da hinten haben wir noch eine, das ist die Bongoville. Das ist eine Bongovillea. Die kommt aus Frankreich, also Côte d'Azur. Ist die beheimatet recht gern. Das ist auch eine, was komplett heiß mag. Also das ist eine richtige südländische Pflanze. Gibt es auch in ganz viele verschiedene Farben. Kann man ein Hausmaß stellen, was zubrennt, ist dann gar nichts. Ab und zu natürlich ein bisschen Wasser. So wie Hauswurzeln ist nicht, aber die hält dafür aus. Dahinter habe ich dann noch eine, das ist die eine, was ganz viel aushält. Das ist eine Mischung. Das ist die Trommelpflanze, die Graspedia. Kann man trommeln. Das ist so einfach nicht mit der Sukkulente. Ja. Das ist auch was man komplett in den Sonnen stellen kann, was nichts tut. Das ist auch ein wenig so moderner. Ein Gewinner der hohen Temperaturen ist die Zucchini. Die mag das warme Klima, fühlt sich auf Terrasse und Balkon aktuell besonders wohl.